Was für mich im Leben zählt, ja, das ist, wenn ich mit meinen Kumpels am Sonntag Fußball spielen kann. Und nicht, wie die Leute sagen, wir das nur wegen dem Biersaufen tun. Das stimmt einfach nicht. In Wahrheit ist das nämlich wegen der Disziplin und der Fitness. Hallo, Freunde. Die Nacht vor einem wichtigen Spiel, da passe ich immer genau auf mich auf. Ich denke dann gar nicht mehr an das Spiel selber, sondern ziehe mir total die Rübe zu. Und als ich das gemerkt habe, ne, habe ich mich sowas von aufgeregt, du. Ja, ich auch. Prost. Also 30 Bier und 10 Schnaps können wir nichts anhaben, ne? So, pass mal auf, du. Die zwei machen uns klar für heute Nacht. Pass auf. Andere haben dann bei den Weibern keine Schnitte mehr. Pass auf, du. Aber ich bin da so eher so ein Sascha Hehn-Typ, ne? Hallo, ich bin der Kalle. Wollen wir ficken? Hm? Also eins ist klar, wenn ich was getrunken habe, dann bleibt die Kiste stehen. Allerdings hast du hier in der Gegend oft auch keine andere Wahl, ne? Oh, nee. Klar, hatte vor dem Spiel eine gute Mütze Schlafbraus und einen schönen, weichen Bett. Nur dann bist du frisch und ausgeruht und kannst dich richtig auf das Spiel freuen. Jetzt vielleicht ein bisschen beknackt. Aber das Tolle an dem Sport sind die Jungs. Das sind alles Kumpels. Und wie wir immer sagen, nur wenn ein Kumpel ein Kumpel ist, ist ein Kumpel ein Kumpel. Das Aufwärmen vor dem Spiel ist auch total wichtig. Das ist die beste Möglichkeit, die Muskeln auf Vordermann zu bringen, die du die ganze Woche nicht benutzt hast. Wenn ich Fußball spiele, dann spiele ich, weil ich gewinnen will. Fair, aber hart. Was ist denn? Was ist denn los? Oh, nächste. Steh auf, du Sack. Schalke! Und manchmal habe ich so einen richtig kleinen Schalk im Nacken rumsitzen. Komm hier, 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 komm, komm jetzt her, hier, hier damit. Komm jetzt her. Das ist ja unglaublich. Der Schiri ist ja so blind wie ein Baumstamm. Der kriegt überhaupt nichts mehr, du. Ja, sowas von gar nichts. Was? Bei der Borussia haben sie gesagt, ich setze meinen Körper nicht genug ein. Hey, super Schuss, mein Freund. Ja. Ich hab den Ball gespielt! Und wenn das Spiel gelaufen ist, dann lassen wir noch mal so richtig Dampf ab. Klar, nach dem Spiel können wir manchmal nicht so lange feiern, weil ein paar von uns Jungs noch zur Schicht müssen. Danke für das schöne Spiel, Schiri. Übrigens, das war gerade ein ganz schön faires Foul, nicht?